So, hallo und herzlich willkommen auf das Im bitte rausschneiden. YouTube-Channel der Spielebude. Sehr gut, der Benne weiß Bescheid. Neben mir steht nicht der Dennis, neben mir steht der Benne. Der Benne ist hergekommen aus dem Kölner Umfeld, sag ich mal. Genau, im ungefähr. Kölner Radius. Hierher gekommen, um heute mit uns zu zocken. Wir zocken auch nicht einen, nein, zwei Battery Ports. Beide AOS, den einen, den ihr jetzt gerade seht, den gibt's auf dem YouTube-Channel. Der andere ist Patreon-Exclusive. Ne, kleiner Tipp am Rande. Genau, der Benne möchte zuerst einmal in die Heimat grüßen. Und bevor wir weiter ins Detail gehen, machen wir doch das. Ja, einmal ganz, ganz liebe Grüße nach Hause, nach Ruppichteroth. Das ist was? Nicht direkt in Köln. Wie heißt ein das? Bisschen Ruppichteroth? Ruppichteroth. Ruppichteroth, meine Güte. Die Perle des Rheinlands. Die Perle des Rheinlands. Steht das bei euch, wenn du reinkommst? Ruppichteroth, die Perle des Rheinlands? Wenn es nach mir geht. Ja, also, ja. Eines Tages bin ich vielleicht auch Chef. Und dann, ja, dann der Chef. Chef ist ja, und dann möchte ich einmal ganz lieb nach zu Hause, ganz zu Hause grüßen. Die Bebo möchte ich einmal ganz lieb grüßen. Und natürlich auch meine beiden AOS-Zockerkollegen, ja, den Thomas und den Patrick, einmal ganz, ganz lieb. Und ja, dann... Vergiss deinen Hund nicht. Oh, Molly. Molly. So, ich würde dich kurz bitten, hier einmal kurz stehen zu bleiben, während ich etwas hole. Ich bleib hier stehen. Ja, der Ben unterhält euch in der Zwischenzeit. Du kannst tanzen, nicht strippen, weil wegen Ü18 und sowas, dann wird das Video, aber warte kurz. Ja, also, kommt ein Arzt, kommt ein Patient zum Arzt. Oh, spontaner Witz, ja. Möchtest du das zu Ende führen oder soll ich dich unterbrechen? Unterbreche mich lieber. Gott sei Dank. Neben mir steht der Benne und der Benne ist, wie ihr gehört habt, kein Single. Der Benne kennt die Bebo. Und Benne und Bebo zusammen haben Molly. Das klingt wie der Anfang eines Witzes. Genau. Der Benne ist nämlich genauso wie ich verheiratet. Und du hast nicht irgendeine Frau, nein, du hast eine ganz besondere Frau. Nämlich jeder, der Tabletop spielt, wünscht sich ja einen Ehepartner, der das Ganze auch unterstützt. Toleriert, nicht wahr? Und das tut die Bebo offensichtlich, denn ich darf dir erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, danke schön. Zum Geburtstag, nachträglich. Ist schon ein bisschen was her, wie ich von der Bebo weiß. Ja. Nichtsdestoweniger hat die Bebo aber noch ein Geschenk für dich. Ein nachträgliches Geschenk. Das hat sie uns aufgetragen, dass du das hier von uns erhältst, auch eingepackt. Also ihr habt mit meiner Frau telefoniert? Ja, telefoniert und E-Mail geschrieben. Danke, dass ich trotzdem das nee, deswegen ja, wusste ich ja dann auch schon mit Hund und so. Ja, natürlich, bitte gerne. Ja. Schön, schön professionell verpackt. Ja, das ist die Neugier. So wird hier verpackt. Ja. Super. Na, die hatte vorher angerufen und hatte gesagt, ja, mein Mann kommt ja vorbei und ich möchte dem gerne einen Gefallen tun. Geburtstag ist zwar schon vorbei, aber trotzdem. Ah, ja, ja, so ja, eine Frau ist... Kannst du mit Plastik nicht aufwiegen, Leute? Zack, zack, zack. Und das sieht aber nach Chef aus, ne? Ja, geil. Einmal Primaris Chaplin. Zack, das ist super. Die habe ich nämlich gerade in der Starterbox angefangen. Ich weiß, das wusste sie auch. Sie wusste sogar, wie deine Pferde heißen. Ja. Ja, sie hat hier angerufen. Da war ich an dem Abend hier. Und dann rief sie an und sagt, ja, nee, davon hat er schon und der hat was Neues und da gibt's da irgendwas. Und dann haben sie fachmännisch beraten, ein Apothekarius und noch der Captain obendrauf. Der Capitano. Der Primaris Capitano. Ja, super, da habe ich dann erstmal wieder was. Gut, dass du auch vorher nochmal nach Hause gegrüßt hast. Sonst müsstest du es jetzt tun und dann wird es aufgesetzt klingen. Das hast du ja vorher ganz offen und ehrlich getan. Ja. Bebo, vielen, vielen, vielen lieben Dank. So, und... Meine lieben Freunde, wenn eure Freundin oder Frau das noch nicht getan hat, zeigt ihr doch dieses Video ohne Hintergedanken. Nicht wahr? Das könnte drin sein. Denn ihr wisst ja, wenn ein Tabletopper nichts zu basteln oder zu malen mehr hat, dann stirbt er. Das ist traurig. Geht dieses Risiko nicht ein. Trotzdem! Jetzt könntest du natürlich manche Frauen auch so motiviert haben. Ja, ich wollte gerade sagen, also ihr seid, bevor das noch weiter ausmacht. Also wir spielen AOS. Ich bringe heute meine Flash Eater Cords um die Ecke. Genau. Und du kommst mit... Ich habe meine Caradon Overlords da vorne aufgebaut. Die Overlords aufgebaut. Und wir spielen in dieser Mission einmal wieder Open War. Wir haben die Karten auch schon gezogen. Ich hole sie mal. Unsere Ausstellung
der Klassiker. Ich habe die Seite der Aufstellung gewonnen und habe auch die erste Einheit gedroppt. Darf gleich auch aussuchen, wer den ersten Zug hat, weil ich jetzt erst mit dem Droppen fertig war. Unser Ziel ist Invasion. Ja, er stellt scharf oder auch nicht. Er stellt nicht scharf. Invasion bedeutet, ich habe ein Missionsziel in meiner Zone, er hat ein Missionsziel in seiner Zone. Und sobald du beide gleichzeitig kontrollierst, gewinnst du das Spiel. Und besondere Umstände ist ganz witzig, wir haben gesegnete Heilung. Zu Beginn einer jeden Hero Phase darf man eine Einheit wählen aus seiner Armee und die heilt die drei Wunden. Das sind die besonderen Umstände. Da ich mehr Wunden... Also, da die Kamera eventuell nicht scharf stellt... Das betrifft nämlich nur mich und das ist... Ja, ich halte jetzt mal die Ohren zu, dann kannst du es auch mal kurz sagen. So. Ja, doch, ich hab's geschafft. Der macht da hinten so la. Ihr könnt mal in Ruhe lesen. Ich hoffe, man kann es gut lesen. Und dann... Genau. Und kommen wir jetzt am besten einmal direkt zum Schlachtfeld und dann zu den Armeen. Dann geht's los. Ach, jetzt. Auf geht's. Ach so, ja, 1000 Punkte übrigens. Ja. Ja, konzeptlos in der Spielgebude. Wahnsinn. An die Gewehre. Sven. Ah, siehst du, geht schon wieder los. Natürlich bedanken wir uns bei den Patreons, die das Ganze mit unterstützen und auch möglich machen. Und dieser Battle Report gehört dem Daniel. Daniel, vielen Dank, dass du unser Patreon bist. Dennis ist nicht hier, dann darf ich das. Vielen Dank und das ist deiner. Also, der Battle Report. Ich bin ja, ja. Nicht er. Das ist das Spielfeld. 1000 Punkte, deswegen klein. Der Bene hat hier aufgestellt, da ist sein Missionsziel, mein Missionsziel steht da vorne an der Wand. Das muss tatsächlich sogar bis hier zurück, weil es müsste in meiner Aufstellungszone sein. Du erinnerst dich, ja. Es darf nur nicht innerhalb von 6 Zoll und mit Tablekante sein. So, da stehen wir, wir haben hier Flankenverweigerung gespielt und kommen jetzt zu 1000 Punkten, Karadron, Overlords. So, was hast du uns Schönes mitgebracht? Ja, das sind als allererstes insgesamt 2 etwas unterschiedlich bemalte Truppen von den Grunstock Gunhauler, Thunderers heißen die. Mhm. Die sind nicht so, wie sie ausgerüstet sind da, sondern die haben alle ihre Aethershot Riffles. Mhm. Dann haben wir daneben einmal das Big Mama Schiff, nicht ganz das Big Mama Schiff, nicht die große Iron Flood, sondern die Arkanaut Frigate. Hast du sehr, sehr schick bemalt. Ja, sogar ein kleines Freehand. Dankeschön. Ja, wirklich sehr schick, weil jetzt sieht meine Armee noch umso schäbiger aus. Dankeschön! Wer hier da hinten steht der Kollege mit dem Staubsauger, ne? Genau, das ist der Everchemist. Mhm. Das ist einer von 2 Helden. Der andere Held ist hier draußen einmal geparkt. Der ist das quasi ist der in der Sky Vessel. Andrian Master, genau, der fliegt in dem Schiff mit. Mhm. Und dann haben wir noch daneben die ganz normalen Standards. Das ist die Arkanaut Company. Einmal und hier mit Axton. Genau, die sind alle so ausgerüstet, wie sie da stehen. Wizzybig! Und ja, dann hoffe ich, dass die Zwerge gut was aus ihrer Schussphase rausholen können. Wir werden sehen. So. Ja. So, umso schäbiger sieht meine Armee aus, weil die Patreons wissen das. Ich habe gestern Nacht noch gepostet. Das war meine Kampfbemalung. Also alles, was nicht auf braunen Bases ist, habe ich gestern Nacht noch gemalt. Na, also es ist so halbfertig, deswegen auch nicht gebased, aber ne, zumindest schon mal ein bisschen was drauf. Ich habe, mein General ist ein Crypt Hunter Courtier, der ist hier vorne, den erkennt man hier, ne? Der hat nämlich oben seine Leichentrophäe oben drauf. Dann habe ich 2 Einheiten, je 3 Stück Crypt Horrors, dann habe ich ein 30er Trupp Crypt Ghoule und ein Crypt Gas Courtier. Und ich habe eine War Scroll Battalion und zwar habe ich die Attendance at Court. Das sind einmal der Courtier und die beiden. Was das macht ist, meine Kryptoros dürfen alle To-Hit-Würfe wiederholen. Weil, auch wenn sie nicht in der Nähe von einem Opponent Ghoul King sind, das heißt, das haben sie nun automatisch. Und als Generaleigenschaften, ich mache es jetzt eben schnell, weil ich habe da bei den Du gleich auch. Weißt du was, das machen wir separat. Ja, das machen wir separat. Also, das ist meine Armee und ich komme jetzt mal eben zu meinen Treuefertigkeiten. Meine
Mein Code unterliegt der Wahnvorstellung auf dem Kreuzzug. Das heißt, ich darf alle Rennen und Angriffswürfe von 1 wiederholen. Okay. Das heißt, habe ich, also wenn der Würfel eine 1 zeigt beim Chargewurf, ne? Ja. Ich eine 1, darf ich den wiederholen. Dann meine Generaleigenschaft ist dunkle Zauberei. Damit ist mein Crypt-Hunter-Courtier jetzt ein Wizard, der plus 1 auf Zauber- und Bahnwürfe kriegt. Mhm. Er kennt die Zauber wie ein Abhorrent Ghoul King. Das sind Arcanes Geschoss, Mystischer Schild und Schwarzer Hunger. Schwarzer Hunger gibt plus eine Attacke. Okay. Auf eine Einheit, die ich wähle. Dann, weil ich ein War-Scroll-Battalion habe, darf ich 2 Artefakte geben. Mhm. Und zwar habe ich das Artefakt Grimmer Kranz. Das hat er. Das gibt auf alle feindliche Einheiten innerhalb von 6 Zoll minus 2 auf dem Bravery. Okay. Und mein Haunter-Courtier hat den Kelch des Blutstroms. Der darf einmal in der Schlacht D6 Wunden heilen. Heilen, okay. Heilen, genau. Das ist meine Armee. Kommen wir mal zu deinen Treuefertigkeiten. Hast du es noch auf dem Schirm? Meine Treuefähigkeiten sind eigentlich relativ einfach. Das ist mein General. Ja. Und mein General hat den Gräuelbewahrer, das heißt seine Nahkampfwaffe, der dicke Hammer, hat eine Attacke mehr. Das Sinn ergibt, denn... Die tut schon weh. Genau. Wenn sie trifft. Genau. Und dann haben wir den Hafen. Ja. Das ist ja bei den Karadon Overlords auch ganz wichtig. Wir haben die Barak Urbas. Ja. Die Marktstadt. Die wesentlichen Sachen ist die Fußnote einmal, wo Krieg ist, ist auch Gold. Mhm. Das heißt, ich kann einmal pro Schlacht, darf eine deiner Einheiten innerhalb von 3 Zoll um den Feind in deiner Heldenphase wie in der Nahkampfphase nachrücken und attackieren oder wie in der Fernkampfphase schießen. Eine freie Aktion einmal pro Schlacht quasi. Eine zusätzliche Fußnote, die ich mir aussuchen darf. Mhm. Der Artikel, solange ich im Territorium des Gegners bin, wo ich wahrscheinlich nicht hinkommen werde, weil die sage und schreibe mit ihren kleinen Füßen 4 Zoll Move haben, kann ich Bravery-Tests wiederholen. Mhm. Der überlegene Chemist, das ist eigentlich so das Wesentliche hier von ihm, dem kleinen Manneken. Er kann 2 Einheiten mit seiner Fähigkeit buffen und die Anzahl an Angriffen der Waffen erhöhen. Und das Artefakt ist vom Grund unwichtig, das habe ich nicht ausgerüstet. Und die zusätzliche Fußnote, die ich mir aussuchen durfte, das ist dann, mit manchen Leuten kann man einfach nicht handeln. Einmal pro Schlacht darfst du einen D3 werfen, wenn eine feindliche Einheit durch eine Attacke durch eine deiner Einheiten mindestens eine nicht verhinderte Verwundung erleidet. Die feindliche Einheit erleidet zusätzlich die erwürfelte Anzahl tödlicher Verwundungen. Also einmal pro Schlacht darfst du mir nochmal W3 tödliche Wunden geben. Einmal pro Schlacht darf ich noch versuchen, genau, das zu tun. Okay. Und ja, die Artefakte als allerletztes ist das letzte Wort. Ja, das heißt, wenn du eine Angriffsbewegung innerhalb von einem halben Zoll um meine Fregatte beendest, dann darf ich nochmal schießen, weil das letzte, was die Zwerge machen wollen, ist noch einmal schießen, auf den Knopf drücken. Und den Schockwuchthammer. Der Schockwuchthammer, das heißt, dass der kleine General hier eine extra Attacke hat auf seinen Hammer, weil der echt wehtut, habe ich gedacht, die Attacke kann schon viel bringen. Und der kleine Mann hier hinten, der Chemist, hat noch Aethershock Kreischer. Das bedeutet, wenn er mit seiner Pistole eine Einheit beschädigt, dass Modelle davon abhauen müssen, dann muss diese Einheit einen unmittelbaren Battleshock-Test neben dem machen, den sie sowieso machen müssen. Doppelten Battleshock-Test. Ja. Das ergibt durchaus Sinn. Wusstest du vorher, dass Flash Eater Codes alle Bravery 10 haben? Nein. Aber gut. Der Plan ist vom Grunde gut, oder? Der Plan ist vom Grunde nicht schlecht. Du musst halt nur genug wegkloppen, dann passt das ja. Gut, ich habe zuerst meinen Drop beendet, weil ich weniger Drops hatte als du. Und ich entscheide, dass du den ersten Spielzug hast. Ja. So, dann kommen wir jetzt gleich zu Caradon Overlord Zug Nummer 1. So, Hero Face. Hero Face, das ist vom Grunde relativ pragmatisch, da ich ja eine reine Fernkampfarmee habe und mich sowieso ein bisschen hier auf das Ziel konzentrieren muss, mache ich in der Heldenphase und im ganzen Zug eigentlich nichts. Ich bleibe vom Grunde stehen und lasse mal die Flash Eater Zug 1. Ja, gut, laufen. Dann hätte ich ja auch den ersten Zug haben können, nicht wahr? Ja. Ja, gut, dann kommen wir jetzt zu Flash Eater. Zug Nummer 1. In der Hero Phase möchte mein Courtier, der ist ja jetzt ein Wizard, möchte mystischen Schild casten. Ich brauche eine 6. Ja, sauber! Geht doch direkt durch. Und ich gebe das mystische Schild dieser Einheit. Okay. Die markiere ich mal eben.
mystischer Schild. Die haben nämlich jetzt einen Vierer-Rüster. Mhm. Nice. Genau. Dann in der Bewegungsphase, das war es in der Hero Phase auch schon, in der Bewegungsphase möchte diese Einheit Horus rennen. Das sind 7 plus 6 sind 13 Zoll. Also wir haben gerade gesagt, dass wir beide vom Grunde gleich gut aufgestellt sind, weil wir beide sehr schlecht würfeln. Nee, du hast gesagt, du würfelst wie ein junger Gott. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Außerdem, ja, aber das war ja Ironie. Ja, aber ich habe Beweise. Also ich habe die Videobeweise. Ich würfel sonst echt schlecht. Die Einheit Krip Horus möchte auch rennen. Nur 2 Zoll, siehst du? Jetzt wird's wieder. Da geht's doch, jetzt ein bisschen zurück. Ja, so, passt es doch. Die rennen bis hierhin. Und der Haunter Cotier möchte auch rennen. Guck, da werden schon Fernkampfeinheiten gemessen. Er möchte auch rennen, der darf das 5 Zoll. Ich muss nur, also 5 Zoll dürfte er maximal 12, das wäre bis hier. Ich möchte aber nur innerhalb von 10 Zoll bleiben. Das heißt, ich stelle mich quasi hier hin. Dann bin ich nämlich innerhalb von 10 Zoll. Genau. Die Ghule möchten sich auch ein bisschen bewegen. Die rennen noch nicht. Die laufen erstmal normal. Und zwar mit ihrem Move von 6 kommen sie so bis hier. Ja, damit ihr eine Vorstellung kriegt, wie die sich hier rumdaddeln. Ich schieb mich mal vorwärts und komm gleich zu euch zurück. Der Gaskottier möchte runter, das sind 2 Zoll. Er möchte eigentlich nur runter und sich hier hinstellen. Und dann steht er da schon. Dann bin ich mit meinem ersten Zug durch, du mit deinem ersten Zug durch. Dann würfeln wir beide jetzt. Das ist jetzt wesentlich. Das ist jetzt wesentlich. Wer kriegt den nächsten Zug? Jetzt beweis mal, dass du nicht so gut würfelst. Eine 2? Nein! Flash Eater! Was ist denn los? Also, ihr seid. Komm, ich hab schon schlecht gewürfelt. Ja, das stimmt. Ja, ich kann nicht alle deine. Ja. Okay. In der Hero Phase möchte jetzt mein Haunter Cotier, und zwar den Zauber Schwarzer Hunger, wählen. Ich brauche eine 5. Kriege ich auch. Ich nehme die Einheit. Da lege ich jetzt einen roten Würfel hin, weil die haben Hunger. Das heißt, die kriegen plus eine Attacke. Tada! So, wir hatten schon mal geguckt. Die Einheit kann sich bis hier vorne bewegen und hat jetzt noch einen 8 Zoll Charge. So. Und die Einheit kann sich bis hier vorne bewegen und hat noch einen 9 Zoll Charge gleich. Ja, der Cotier selbst möchte rennen, darf das auch reichlich jetzt mit 12 Zoll. Und er geht bis da. Hinterm Häuschen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Die Ghule möchten sich einfach nur ein Stück vorwärts bewegen. Bewegen sich so ein Stück vor. Gucken wir mal, was hier noch bei rumkommt. Geht da jetzt nicht ganz so sorgfältig mit der Platzierung um, denn Schablonenwaffen gibt's ja Gott sei Dank nicht. Das wäre für Ghule echt doof. Oder für alle Massenarmeen, glaube ich. Aber macht ja nichts, dieses Problem haben wir nicht. Der Cotier bleibt wo er ist. Ja, der chillt da hinten, ne? Chillen und grillen. Ich habe nicht eine einzige Beschusswaffe. Alles gut, die trifft eine reine Nahkampfarmee auf eine reine Fernkampfarmee. Ist mal ein Experiment, ne? Ist mal ein Experiment. Und ich möchte dann doch gleich direkt erstmal in die Charge-Phase. Ja, also du hast hier. Ja. So 9 Zoll, würde ich sagen. Ich muss ja nur bis auf einen halben Zoll ran. Also 8. Ah ja, klar. 8,5 Zoll. Ja, und ja. Also da 8 und da 9. Ich fange mit denen hier an. Mhm. Oh, 7. Close. 7. Jetzt für die Einheit. Komm schon. Eine wäre schön. Ja, die sind auch drin tatsächlich. Schön. Das heißt, mit 10 Zoll sind sie definitiv drin. Und ich stelle sie da jetzt mal rein. So. Weil mit 10 Zoll kriege ich auch alle rein. Und die haben nämlich auch schwarzer Hunger. Ja, ich darf als erster eine Einheit aktivieren. Was? Also, du hast, ich habe den, die haben ja so einen, die haben einen Bohrschnabel. Ja. Die, ja, auf der Schulter, wo die Hand gerade so, ja, streichelst den Kopf. Ja, den reiße ich dem gleich ab. Ja, ja. Aber vorher piekst du dich noch einmal. Und zwar, wenn du eine Angriffsbewegung innerhalb von einem Zoll
um die Jungs hier beendest. Ja. Dann bei einer 2 oder mehr kriegst du eine tödliche Verwundung. Okay. Ja. Vollgas. Mhm. Der Bohrschnabel piekt. Auf eine 1 nicht. Bitte, was ist los? Ja gut, das ist Vorführeffekt, ne? Ja, ich aktiviere dann die... Ja, Hubel ist das erste Mal jetzt hier richtig im Einsatz und da kannst du noch nicht direkt so viel erwarten, ne? Ja, nee, der ist nur ein Rekrut, genau. Ich aktiviere die Kryptorre und zähle mal Würfel. Ich habe viele Würfel. Dank des Zaubers habe ich 5 Attacken mit dem Hunter, und 4 Attacken mit den anderen. Ich treffe auf die 4. Dank Attendance Accord darf ich Misses wiederholen. Was ganz obwohl, ne, das ist okay. Ja, da kommen noch direkt nochmal wieder 3 weitere Treffer dazu. Und mit den großen Knüppeln verwunde ich dich auf die 3. Mhm. Komm schon! Na guck, das ist gut. Das sind 6 Stück. Mit einem Rent. Ohne Rent. Also 6 hast du ein 4er Set. Genau. Das sind 2, die durchgehen. Das sind Damage 2 je. Oho. Also sind es 4. Das ist, dann ist der Tutti Mutti weg. Die haben, meine ich, ein Leben. Ja. Dann steht noch einer. Einer steht noch? Warte. Ich ja, genau. Nimm ihn mal hin. Also, weißt du was? Der mit dem Vogel bleibt, das ist nämlich der Chef. Ja. So. Ups. Dann wieder retour. Und dann wieder an die Seite. Okay. Okay, dann darfst du jetzt mit dem einen noch zurückpieksen. Ja, der piekst dich jetzt, du. Das ist, der zwar macht er mit seinem Gunbutt, das ist der... Ja, die, der Gewehrkolben. Eine Attacke auf die 4 und auf die 5. Okay. Das ist eine 1. Das ist schon die dritte 1 in Folge. Benne, das Benne. Ist gut, oder? Ja, ja gut. Ich streck mal deine Hand aus, streck mal deine Hand aus. Ja, mach mal irgendwas mit Voodoo. Hör auf. Okay. Das so, hat's. Das reicht. Dennis sagt immer, du musst an deine Würfel, du musst daran glauben. Ich glaube, okay, pass auf. Das ist schon mal eine 4. Ja, guck, siehste. Okay, ja, dann haben wir nur Bellshock, ne? Und dann haben wir noch, ach ja. Ja. Und zwar haben die ein Bravery von 7. Und du hast jetzt mir 6 plus 4. Ja. Vielleicht ist er weg. 7, ne? Passt. Ja. Damit ist er safe. Okay. Manchmal hat Schlechtwürfen auch Vorteile. Manchmal hat Schlechtwürfen Vorteile. Dann kommen wir jetzt zu Caradon Overlords. Zug 2. So, jetzt endlich passiert mal was für dich, oder? Ja, jetzt geht's los. So, der Benny ist soweit. Jetzt Payback Time! Zug 2. Hero Face. Hero Face, die. Oh, ich hab deinen. Ich bin geschlagen. Ja, ich hab die Platte zusammengerückt. Mein Fehler. Ja, genau, lehn das mal. Ja, genau. Die Arkenaut-Fregatte fängt damit an in der Hero Phase, dass sie die Ansage macht, alle Mann an die Geschütze. Mhm. Das halbiert den Move-Wert der Arkenaut-Fregatte. Der wesentliche Vorteil für mich ist, ich kann einzeln wiederholen. Das ergibt Sinn, dass sie schon ne, in Reichweite steht. So, dann als nächstes in der Heldenphase macht hier hinter der Iron Top mein Chemist seine Fähigkeit Leistungssteigerung. Und zwar einmal auf den kleinen Trupp und dann einmal in 10 Zoll Reichweite hier auf die Company. Das heißt, dass die auf ihren Attacks-Wert, also ihrer normalen Pistolen, eine Extra-Attacke nochmal haben. Okay, cool. So, heilen muss ich die Fregatte noch nicht. Der kleine Kerl hier, der in dem Schiff war, steigt mal aus und geht so auf... Nur mal sicher, mal auf 3 Zoll zu den Kerlchen hier ran. Falls ich sie nicht ganz weggeschossen kriege, dass wir dann noch zur Not kloppen können. Dicken Hammer draufhauen können. So, Bewegungsphase. Die haben ihren 4 Zoll Move. Meine kleinen Zwerge hier marschieren 4 Zoll Richtung meines Obelisken, meines Ziels, was ich hier halten muss. Zack. So, so schräg. Ups. 1, 2, 3. Genauso groß wie deine Gule. Ja, ja. Meine Gule sind aber schneller zu Fuß. Ja, die sind. Obwohl die Beine sind, sind die Beine länger? Die haben längere Beine als meine Gule. Ja, ja, natürlich. Die haben auch keinen dicken Bierbauch. Muss ja auch authentisch sein. Ne? Ja, muss auch authentisch sein. Und so, ansonsten können die soweit erstmal stehen bleiben. Mit der Fregatte würde ich etwas nach links ausweichen.
Du hast einen halbierten Move, das heißt, du hast noch 5 Zoll. Okay. Bop, 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 bop. Dann etwas nach hier. Das ist so. Hier vor den Damen. So, der Chemist bewegt sich auch seine paar Zoll hier um die Ecke, dass er da mal noch mit drauf guckt zumindest. Oh oh. Ja, und dann kommt jetzt das, der spaßige Teil bei den Caradon Overlords. Jetzt wird einmal geschossen. Ja, Caradon Overlords, die Tau des AOS-Universums. So. Okidoki. So, wir fangen mal klein an. Und zwar schießen meine Arkonauten mal als erstes. Ja. Die vier, einschließlich Schiffe, sind noch in 12 Zoll Reichweite zu deinen Einheiten hier. Die zwei Sonderwaffen haben eine erheblich größere Reichweite, deshalb ist das kein Problem. Und zwar treffen die normalen Pistolen auf eine 4 und auf eine 4. Ja. Der Chef hat mit seiner Wollekanone noch eine extra Attacke. Ja. Das heißt, wir haben 6 Würfel plus eine extra sind 7. Nee, Quatsch, gar nicht. Stopp, Kommando zurück! Stopp, Kommando zurück! Wir haben 9. Alle selbe Profil? Alle selbe Profil. Okay. So. Auf die 4, auf die 4. Ich würfel mal hier vor der Kamera. Das war nicht so. Naja, pass auf jetzt. Ja, auf die 4. 0. Können wir die 6 zählen? Ja, die 6 zählen. Ein Treffer. Hast du einen Rent? Ein Treffer, kein Rent. Okay, dann habe ich ganz normal mein 5er safe. Ne, das ist eine 4. Nicht gesaved. Dann nimmt er eine Wunde und hat jetzt noch 3. Dann, ja, das ist doch immerhin schon mal ein Ergebnis, ne? Da, ja. Dann haben wir den kleinen Mann mit seiner Volleygun. Ja. Die Volleygun ist so eine Art Maschinengewehr. Die hat insgesamt 6 Attacken. Mhm. Trifft aber relativ schwer auf die 5. Okay. Und auf die 4. Auf die 5, auf die 4. Auf die 5. Immerhin ein. Ja. Und auf die 4. 4. Ja. Ja! Brent? Brent minus 1 sogar. 6er Safe. Ja, Safe! falls ihr euch fragt, warum ich nicht den Safe After Safe genommen habe, die sind außerhalb von 6 Zoll. Deswegen habe ich den todlosen Leader nicht. Und dann haben wir noch die Skyhook. Ja. Das ist das schöne Ding. Und die hat dann eine Attacke auf die 4, auf die 3. Ich setze die Würfel mal ein bisschen beiseite. Auf die 4. Oh! Zu viele Eisen! Viel zu viele! Okay. Dann sind die abgehandelt, dann das gleiche nochmal hier. Dann fangen wir erstmal mit der Skyhook an. Ja. 4. Ja. Und auf die 3. Ja! Die hat mal getroffen. Rent? Rent minus 2 sogar. Dann geht die durch mit Damage. D3. Okay. D3 Damage. 3. 3. Damit ist das Modell auch weg. So, dann die Volleykanone mit 6 Attacken. Ja. Wieder. Auf die 5. Gleiches Spiel, auf die 5, auf die 4. Oh, das sieht schon mal besser aus. Oh ja, das ist sehr gut. Mensch, das mit dem, das Datschen hat, glaube ich. Ja, das hat geholfen. Bisschen, geholfen, ne? Mensch. Ja, und jetzt auf die 4, ne? Das sind 2? 2, jawohl. Mit Rent? Mit Rent minus 1 war das. So, dann habe ich noch einen 6er Safe. Nein, dann nimmt noch einer 2 Wunden oder hat die einen höheren Damage? Nee, geht ein Schaden. Ja, dann noch 2 Wunden. Okay. Genau, und dann haben wir noch die 6 normalen Arkonauten, 2 Attacken. Das sind dann 12 Attacken plus den Chef, 15 Würfel. 15 Würfel. Dann zähl du mal eben. Oder hast du? Ne, dann. 4, 6, 8, 10, 12. Auf die 4, auf die 4? Auf die 4, auf die 4. Heieiei. Hei. Oh Mann. Großer Streuradius. Auf die 4, auf die 4. Das sind alles. Zack, zack, zack. Ja, da ist auch noch einer, genau. Das ist doch so, gut gewesen, oder? Nicht? Nicht so schlecht. Ne, ist okay. So. Warum habe ich den nochmal auf die Finger gehauen? Ich weiß es auch nicht. Ja. Ja. Mach ich nicht nochmal, okay. Auf die 4. Das sieht das doch auch gut 2. Aus. Der ist zack, ja. Zack,
Zack. Dann sind das da sechs noch Stück. Einer. Da war jetzt noch einer. Also sieben. Sieben Stück, das ist ja Rekord. Uiuiuiui. Ich hau dir nie wieder auf die Finger. kein Rent, ne? Kein Rent, minus eins. Kein Rent, Damage 1. Kein Rent, Damage 1, ja. Okay, 5 plus Save. Komm schon. Das ist gut, das sind nämlich nur 4 Wunden. Ja. Damit ist er hier weg und er hat noch 2. Okay. So, dann kann als nächstes hier einmal unser... Oh, steht ja quasi direkt davor. Unser Thunderer mit seiner Rüttel schießen, weil es der Chef ist, hat er 4 Attacken statt 2. Auf die 3, auf die 4. Mhm. Ja, 3 Stück. Mhm. Und auf die 4. Oh. 0. 0. Ja, ja, gut, der ist auch ein bisschen nervös da vorne. Ne? Ich hau dir diesmal nicht nochmal auf die Finger, das meine ich. So, dann würde ich als nächstes mal mit ihm hier auf ihn schießen. Jetzt kommt einmal der Held. Der Angry Master, und zwar hat der, muss man erstmal gucken, hat 9 Zoll Reichweite, aber das müsste eigentlich passen, ne? Ja, locker. Ja. Das passt, und zwar hat der seine... eine Attacke. Und zwar auf die 3 und auf die 2. Auf die 3? Nein. Ja. Ja, das ist ein guter. Das ist ein guter. So, 10 Zoll Reichweite der Chemist, da wirst du wahrscheinlich... Doch, ja, doch, da bin ich noch drin. Da bist du drin, ja. Knapp, aber drin. Knapp, aber drin. So, seht ihr es besser. Knapp, aber drin. Der hat, ja, 3d6 Attacken. Das sind... 9, 11. 11, oh, eine Menge. Oh, oh. Wir versuchen es mal. Ich fände es gut, wenn er überlebt, das wäre witzig. Das wäre wirklich gut. Okay. Aber ich habe doch meine Zweite, ja. Auf die? Auf die 4 und auf die 4. Okay. Das ist nicht so gut. Naja, wir versuchen es nochmal. Ja, okay. Jetzt auf die. Nochmal auf die 4. Nochmal auf die 4. Zwei Stück. Meine, zwei Stück mit Rent minus 2. Ja, dann gehen die durch. Damit ist er weg. Ja? Ja, mit Rent minus 2 ist er damit weg, ja. Von wegen schlecht würfeln, das ist pures Augenmaß. Schade, schade, schade. Dann hätte ich nämlich zurückrufen können, das wäre lustig gewesen, okay. So, dann ist das schon mal eine ganz gute Sache. Mhm. Dann haben wir noch die hier mit ihren 18 Zoll Reichweite. Da sollte der Trupp locker drin sein. Ja. Überall, jo. So, und durch den Chemisten haben sie ja den... Buff? Buff, genau, dass sie eine Extra-Attacke mit ihren Waffen haben. Und das sieht dann nämlich wie folgt aus. Die haben nämlich sowieso 2 Attacken, sind 5 Mann, also 10. Mhm. Plus eine extra 15 Attacken. Mhm. Ich gebe hier genau 15 Würfel. Okay. Auf die 3 und auf die 3. Aber Moment, der Chef hat 4 Attacken statt 2. Das heißt noch 2 kommen dazu. Also auf die 3. Ja, das ist okay. Das ist nicht so schlecht. Dann machen wir die mal raus. Zack, zack, zack. So, und dann auf die... Auf die 4? Auf die 4. Das müssen wir ein bisschen magerer, aber... 4 Stück? Ja, zack, zack, zack. Rent? Rent haben die auch, und zwar minus 1. Also habe ich noch einen 6er Safe. Mhm. So, schon mal einer. Und dann habe ich noch meinen todlosen Diener. 6er Safe, After Safe. Nein, dann 3 Wunden. Dann nimmt er eine Wunde. Hat er noch. Okay. So, und dann haben wir zu guter Letzt noch Big Mama. Ja. Alle Mann an die Waffen. Alle Mann an die Waffen. Das heißt, einzeln darf ich wiederholen. Ja. Meine Treffer würfen und dann schießen wir als allererstes mal mit der Heavy Sky hin. Mhm. Das ist sage und schreibe ein Glückswürfel. Schießt kannst alle. Einmal draufhauen. Nein. Zwei nicht mehr. Schießt du mit allen Waffen auf die oder? Ja. Ja, okay. Die sind ja auf Sicht. Ja, das ist richtig. So, eine Attacke auf die 4 und auf die 2.
Mhm. Also jetzt eine 4 wäre schon ein Träumchen. Ja! Ja, sehr gut! Und auf die 2. Ja. Ja. Oh, das war aber... Das war knapp. Ein gutes Pferd, ne? Gutes Pferd. Und die Heavy Skyken hat Renten minus 2 und macht D6 Schaden. Dann D6 Schaden? Deshalb daher das Heavy. Ja, D6 Schaden trotzdem. Ja, ja. Du darfst würfeln. Ich meine, achso, ich muss schon den Schaden würfeln. Ja, klar. Ach ja, die 2 Renten minus 1. 6! Da, siehst du, da. So ein Erfolg hatte ich ja noch nie mit dem Ding. Mensch. Ja, toll, da musst du gegen mich auch nicht anfangen. Ich habe noch meinen todlosen Diener, 6er Safe after Safe. Und es gehen auch 6 Wunden durch. Dann ist er weg, das sind nochmal 4, das sind 5 und er hat dann jetzt nur noch 3 Wunden. Gut, und dann. Was haben wir noch? Ja, da bist du außer Reichweite für den anderen Schuss. Ja, da war das meine Beschussphase. Nahkampfphase habe ich keine. Das war mein Zug. Dann dürfen wir jetzt würfeln. Eine 6. Eine 6. War spannend. Eine 4. Eine 3. Dann kommen wir zu Flash Eater, Zug 3. Jawohl.